Du bist also auch so ein Vertriebener. Ich bin auch so ein Vertriebener. Habe wenig Erinnerung daran, an die Vertreibung, nur sehr elementare, kleine Erinnerung. Wie alt warst du da? Ich bin Jahrgang 41 und wir sind 45 Jahre gekommen, ja, 46 Jahre gekommen. Ja. Also 4, 5 Jahre. Wie muss man sich jetzt Vertreibung vorstellen? Als Gewalt oder als einen Bescheid, ihr müsst jetzt los? Oder? Pass auf, als Kind nimmst du nur wahr, dass deine Eltern sehr verängstigt und verunsichert sind. Hm? Und das passierte also so. Meine erste Erinnerung daran ist der Bahnhof in Grünow, also Wickstade, dass sich dort Unmengen Leute versammelt haben. Und dass wir dann in solche merkwürdigen Waggons, in denen man sonst nie gesessen hat, einsteigen mussten mit den großen Schiebetüren. Also später haben wir erfahren, dass das die Waggons sind. Und dort hatten meine Eltern einen Koffer, ein Sofa und noch diverse Handtaschen. Und alle anderen Leute hatten auch mehr oder weniger Handgepäck und bevölkerten dann den ganzen Zug. Da war vielleicht, ich schätze, es war nicht so, bestimmt 100 Meter lang. Und dann ging das irgendwann mal los. Und das war eigentlich eine ganz interessante Zeit, als Kind so eine Fahrt mitzumachen. Wie die Landschaft, die Türen blieben offen, du konntest rausgucken. Eigentlich war es mir ein Abenteuer. Und du dachtest, es geht irgendwann mal wieder, du fährst mal irgendwann wieder nach Hause, oder das war nur im Hinterkopf da. Aber das Einzige, was man hatte, war die verunsicherten Eltern. Hm? Du musst dich dazu sagen, das hat sich dann später erst herausgestellt, dass wir von den Deutschen, die dort ausgesiedelt wurden, eigentlich der letzte Transport war, und das waren in der Regel Kommunisten, also Widerstandskämpfer. Und mein Vater musste dort als Begleitarzt den Zug begleiten, weil er sehr gut Tschechisch konnte und mit Tschechen gute Kontakte hatte. Deshalb wurde er ausgewählt, als vertraute Person den Zug zu begleiten. Unsere ganze Verwandtschaft war unterdessen in Richtung Westen schon. Dann ist mir als nächstes, wo ich mich wirklich gut daran erinnern kann, war Pirna, die Ankunft in Pirna auf dem Bahnhof. Da war gegenüber ein großer Rangierbahnhof und dort rollten immer die Züge. Wurden die Züge zusammengestellt und da rollten die Waggons so von alleine runter. Das war für ein Kind unheimlich beeindruckend. Und dort haben wir uns sehr lange aufgehalten. Denn unterdessen war ja das ein einziger Stau, das war das Elbsandsteingebirge aufgrund von dem Vorfall in Dresden. Dort kam alles zusammen in Pirna. Da standen wir stundenlang dort auf dem Bahnhof rum. Ja, das sind so die direkten persönlichen Erinnerungen. Dann weiß ich natürlich, dass das so weiterging, dass der Osttransport mit der Bahn ins Erzgebirge ging. Und zwar sind wir gelandet in Bayerfeld. Da gab es den Bahnhof Bayerfeld noch, die Kleinbahn. War das Zufall oder konntet ihr euch das aussuchen? Das können wir uns nicht aussuchen. Das wurde einfach irgendwie bestimmt, wohin wer kommt. Und stand fest, die Nierfabrik, die stand damals leer, das wurde alles ausgeräumt. Die Russen haben die ganzen Maschinen mit dem Traktor und den Pferden runtergezatzt im Bahnhof. Und da war die Fabrik leer und die wurde ausgesucht als Umsiedlerlager. Das war die erste Station. Da waren vielleicht 300 Leute untergebracht in der Nierfabrik auf Stroh. Das ist meinem Bruder passiert, die haben dort rumgegoogelt und wir haben das ganze Ding abgebrannt. Aber dort war mein Vater dann auch der medizinische Betreuer. Und dann wurden eben die normalen sanitären Dinge wurden eingeleitet. Entlausung, Duschen unten in Sachsenfeld im Schloss, speziell, ich weiß nicht, da war ein Riesenstall, dort waren Duschen installiert. Ja, und das waren so die ersten Erinnerungen, die unmittelbar mit dieser Umsiedlung zusammenhängen. Also viel tiefer ist das nicht, ansonsten weiß ich alles von meinen Eltern. Ja, als ihr dann hier in Schwarzenberg wart, oder sagen wir auch jetzt mal aus Sicht deiner Eltern, wie lang, glaubst du, hat der Prozess gedauert, sag mal, der Verlust von Heimat zu registrieren und jetzt die Suche nach einer neuen Heimat einmal zu finden und vielleicht auch dann den Zeitpunkt in etwa bestimmen, wo das im Kopf jetzt klar wurde, das hier ist unsere neue Heimat, mit der müssen wir uns vielleicht identifizieren, auch mit den Bräuchen und ja, im Erzgebirge ist ja auch das Weihnachtsfest sehr ausgeprägt, was eigentlich das Fest der Feste ist und war das ein langer Prozess jetzt? Die schwersten Jahre waren zwischen 46, 47, 48 Wochen, waren Missernten hier, da wurde gehamstert. Ja. Also, wenn wir unsere Frau Somieski gingen, unsere nächste Wohnung nach dem Lager in Bayerfeld ehemals neue Kino, oben drin die Vorführerwohnung, dort haben wir gewohnt. Ja. Das war mein Vater seine Dienstwohnung und da kam dann
das Ambulatorium, das war jetzt, wo das Altenheim ist, war früher Ambulatorium. Ah, ja. Dort war er dann der behandelnde Arzt, ja, hier oben drin. Und da hatten wir die Wohnung im Kino. Und gegenüber war der Maßfotograf, ich weiß nicht, ob die an dir noch erinnert. Ich habe da gewohnt mal. Und oben drin, in der Kutscherfabrik, war die Russenkaserne. Ah, ja. Und die schmissen alles runter und das war unser erstes Spielzeug, die alten Formen und was da alles so. Die Waffenformen, die haben wir ausgeräumt, die haben Platz gebraucht. Ja. Und der Sobieski-Lehrer, ich weiß nicht, ob er an dich, den sein Sohn, mit dem war ich befreundet, und die Frau Sobieski war eine Rheinländerin und die hat meine Mutter immer mitgeschleppt zum Hamstern. So wie die Pfirn aus der Scheune rausgeflogen ist, die hinten wieder rein. Weißt du, die mussten hamstern gehen, ja, sonst hätten sie nicht überlebt. Ne? Wir hatten noch unseren den Vater meiner Mutter mit an Bord, der war auch mit, der war schon an die 80. Ja. Und das war schwer für uns, die am Leben zu halten. Ja, ja. Der hatte nur gar keinen Lebensmut mehr. Ja, ja. Und also ich muss sagen, mein Vater hat sich in der Arbeit gerettet und meine Mutter in der Betreuung der Kinder und ihres Vaters. Ja. Und die hatten gar keine Zeit darüber nachzudenken, was sei mal. Die mussten versuchen, gerade mit den Sobieskis oder in der Nachbarschaft war noch diese Porzellan, Mai. Textil und war dort, die haben sofort Kontakt zu uns aufgenommen. War der Ersten. Die Sobieskis, die stammen sowieso nicht von hier, aber die Mais, wie hieß die noch? An der Brücke dort. Ja, Maihanna. Die Maihanna, genau. Ja. Ich hatte 3 Lungenentzündungen in der Zeit und die brachte mir, haben die Hühner gehabt und die Hühner gebracht. Und dann gab es noch den berühmten Dr. Körner von Bayerfeld, der hat brachte Spielzeug angeschleppt. Ja, ja. Also die haben sich unheimlich um sich gekümmert. Und hattest du oder hast du eine Erinnerung, wie die Aufnahmebereitschaft der Erzgebirge war gegenüber quasi, waren es ja doch Fremde und man hört unterschiedliche Sachen. Manche sagen, oh, wir hatten es verdammt schwer, hier aufgenommen zu werden. Oder vielleicht war das so von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber also ich persönlich. Wir waren sofort in der Nachbarschaft mit einem befreundet, was kreucht und feucht, altersgemäß. Mhm. Und die Eltern, mein Vater hatte sofort Kontakt zu sehr viel. Durch die Wismut, die im Kommen war, waren hier auf einmal unheimlich viele fremde Leute. Und da konnte gar nicht mehr so getrennt werden. Es war der allgemeine Begriff, hieß die Hergelaufenen. Das betraf die von der Wismut genauso wie uns Umsiedler. Mhm. Mhm. Da war ja ein Zug hier, ein Bedarf an Arbeitskräften, wissen. Die hat es alle hier angezogen. Sicher hat es Feindseligkeiten gegeben. Und meine Eltern haben sich immer darüber beschwert, mit welcher, mein Vater genoss also in seiner ehemaligen Heimat eine große Ehrerbietung gegenüber seinem Patienten, wie geringschätzig er hier von bestimmten Leuten behandelt worden ist. Ne? Die haben es zwar gebraucht und haben auch als Hausarzt geholt, bei Hausbesuchen und so, aber haben im Prinzip immer abblitzen lassen. Du warst froh, wenn du mal ein Stück Brot oder was gekriegt hast als Honorar. Das war eben so. Es waren harte Jahre. Und dann bot sich hier in Schwarzenberg, weil es entstand hier ein völlig neuer Justizapparat, da wurde die Polizei dann aufgeweiht, Korb und so. Und der hat mein Vater damals vorgeschlagen, er sollte Vertragsarzt werden für die Polizei. Und das ist er bis zu seinem Lebensende geblieben. Ja. Und auf diese Weise habe ich diese ganzen Stasi-Geschichten dazu, der hat mich immer gewarnt. Der wurde immer gewarnt, wenn das war. Das war, ging mir jetzt durch den Kopf. Der hatte immer am heißen Draht, wenn irgendwas heiß war. Ne? Und wir waren ja nur immer etwas aktiv. Weißt du, in der Regel hast du immer Hilfe gekriegt von irgendjemandem. Ja. Widerwillig oder großzügig war eine Handvoll, kannst du sagen. Aber einsichtig waren die meisten. Wir hatten insgesamt 3 Quartiere. Das ging los, Nierfabrik, dann Kino. Dann Schneller Straße, hier unten neben Jürgen Geschmacks und dann oben am Hofgarten das kleine Häusel, das auf der rechten Seite. Das waren unsere 3 Schwarzenberger Quartiere. Das war für meinen Vater jedes Mal die Dienstwohnung. Das heißt, in der Schneller Straße hatten wir dann sogar eine private Praxis drin. Da war in dem Wohnraum, das waren 1, 2, 3 Räume und eine Küche und hinten ein Balkon. Und da hatten unterdessen meine Eltern noch den Vater. Der mütterliche Vater war gestorben und unterdessen haben sie im Altenheim den Großvater hier entdeckt den haben sie geholt und da hatte noch seine Schwägerin dabei, die Großtante, die Anna Lemberg, aus Wittenberg, der war Wittenberg und der hat irgendwie hat er den Vater entdeckt, die haben sich gegenseitig entdeckt und dann meine Eltern, die noch zu uns in die Wohnung wohnen, kannst du dir vorstellen, eine Arztpraxis, 2 Kinder, 2 Erwachsene und 2 alte Leute waren in einer Wohnung. Ne? Ne? Ebenerdig, die kann ich nicht vorstellen. Das
gucke ich heute noch, wie man das. Und dann kam noch Folgendes dazu: Die Situation war ja noch, als die Wissen mit so richtig in die Blüte kamen, kam der Trupp zu 100 Mann, vorneweg der Russen mit einer Maschinenpistole, geklingelt, Tür auf, da im Bett, da im Bett und da im Bett. Dann hatten wir zweitweilig noch zwei Bergleute mit der Hunde. Ja, kennt? Ja, das war. Ja. Und die sind zum Teil durchs Fenster rein und raus. Ja. Die haben gar nicht. Wir hatten keine Zeit, oder meine Eltern hatten keine Zeit, darüber nachzudenken, über eine verlorene Heimat oder was. Die mussten einfach strampeln. Meine Mutter hat mir mal erzählt, dass sie, meine Mutter war immer, hat sich immer als etwas Besseres gefühlt. Die stammte aus einfachen Verhältnissen, hat einen Doktor geheiratet und hat dann die gnädige Frau, ein der Wiener Schmäher, das war die Monarchie, das war eben so. Wie gesagt, die musste hier erstmal lernen, robust am Telefon mit den Leuten umzugehen. Da war es vorbei mit gnädiger Frau. Das war auf einmal der Proletkult da. Der war das erstes Gebot in den ersten Stunden der DDR. Es war schon sehr demütigend, aber sie haben sich nie darüber geklagt. Die haben es eigentlich geschafft, ganz gut zu überwinden. Glaubst du, dass deine Eltern, als jetzt diese Umsiedlung begann, wollen wir es mal so nennen, dass sie das Gefühl hatten, dass sie endgültig ihre Heimat verlassen mussten, oder dass die Hoffnung noch war, dass sie vielleicht in ein paar Jahren vielleicht zurückkehren können? Also von vornherein stand von meinen Eltern nicht fest, dass sie dort nicht zurückkommen werden. Die haben alle damit gerechnet, dass es nur eine kurze Episode ist und dass sich das wieder normalisiert. Weil das normale Leben, vor, selbst unter Masaryk, also dieser Tschechischen Republik, war ja ein normales Verhältnis zwischen Deutschen und Tschechen. Das Treiben verrückt wurde erst durch Hitler, 1933. Ja. Am 1. Januar 1933 hatte mein Großvater Geburtstag und wurde in der Zeitung hochgeehrt als Deutschnationaler, aber nicht als Nationalsozialist. Ja. Da wurde mit Antritt der Nazis war dann weg als Bürgermeister in dem Dorf. Aber alle nahmen an, das ist eine kurze Episode, das ging alles viel zu schnell. Wart ihr doch mal in der alten Heimat? Ja, ich war noch mal dort, in der Mission. Ich wollte die Schätze, die der Großvater hier erwähnt hat, die auch im Keller vergraben hat, bergen. Ist mir nicht gelungen. Der existierte eine genaue Beschreibung, wo der Familienspuk liegt. Und da haben wir noch mal eine Reise gemacht, das war noch zu DDR-Zeiten, eine ausgiebige Reise. Und mussten dort, interessant war, dass dort noch Deutsche verblieben waren, uralte Leute, die konnten uns noch sagen, wo diese Gasse war, also der Name, der deutsche Name. Wir haben auch das Haus entdeckt, da war aber dort, wo der Keller früher war, eine Doppelgarage. Also, war also nicht mehr zu holen. So. Aber es ist interessant, dass wir, die Folgegeneration, also meine Eltern waren nie wieder dort, die hatten noch kein Interesse, die wollten nicht. Die haben sich richtig dagegen nicht. Aber ich war neugierig, ich war unterdessen zwei, dreimal dort. Also, die deutschen Gebiete erstreckten sich zur ungarischen, mährischen Seite, also was jetzt Slowakei ist, und an der österreichischen Grenze zog sich das lang. Und dann zog sich die oben an der polnischen Grenze lang. Und bis hin an die ukrainische Grenze. Das war ja alles, und überall nur die Randgebiete. Das tschechische Kernland war ja unberührt. In den meisten Fällen, und das ist ja dann hier Böhm, das ist mir jetzt auch erst aufgefallen. Dieses ganze tschechische Kernland ist eingekreist gewesen von deutschen Siedlern. Und das waren sehr wohlhabende Leute. Und das sind doch überall in den Namen noch festzustellen, weil sie hatten noch deutsche Namen. Hier haben sie aufgelistet, die Sudetendeutschen berühmten. Schön fand ich auch die Heraldik der Wappen, die Vielfalt der schönen Wappen. Das ist so toll. Ist also eine sehr ausgeprägte Kultur gewesen, die das Österreich-Ungarn sehr bereichert hat. Und zeig bitte nochmal deinen Ort, wo ihr gelebt habt. Wo waren wir? Gründung von Troppau, hier ist Siegendorf, genau wie an der polnischen Grenze. Hier Neulitschein und hier dazwischen muss irgendwo Wickstadel liegen, das heißt jetzt Grünhoff und das ist, nee, Jägerndorf heißt Grünhoff und Wittkopf heißt Wickstadel, das muss hier irgendwo sein, hinter Troppau auf der Seite. Da bin ich geboren und hier war mein Großvater Bürgermeister, 13 Jahre lang. War eine mittlere Kleinstadt mit 20.000 Einwohnern, mit der ausgeprägten Industrie. Da gab es einen Orgelbauer, einen Klavierbauer, Textilmaschinen. Also es ist ein hochinteressantes Territorium gewesen. Das war ein wirtschaftliches Hochland. Ja, das ist mir aufgefallen, dass diese deutschen Siedlungen sich... Das wusste ich auch nicht. Ja. Dass das eingekreist war. Aber wie gesagt, eine ausgesprochen ausgeglichene... Zwischen Tschechen und Deutschen ausgegangen, die Feindschaft
Der Tschechei gehörte ja damals auch zur Monarchie. Der war ja auch der österreichische Kaiser, war auch der Herr über Tschechei. Also wir waren alles Landsleute. Die Tschechen und die Deutschen waren Landsleute. Waren im Prinzip Teilnehmer der österreichischen Monarchie. Was heute kaum einer mehr weiß. Ja. Und ich habe doch, das habe ich erzählt, wo ich versucht habe, Österreicher zu werden. Ne? Und da sagt er, sie sind Österreicher, das kannst du an den Band hängen. Deshalb darfst du nicht raus aus der Na, es ist. Die hat mein Bruder angeschleppt gebracht. Ich glaube, das ist ganz interessant. Ne? Da gibt es zum Beispiel in Ansbach, das wusste ich auch nicht, das Ansbach ist eine Stadt, die ist erst nach 1945 entstanden, mit lauter Umsiedlung. Das sind lauter Sudetendeutsche dort. Ne? Und die haben auch ein Jägerndorf-Museum gibt es dort. Und den wollte ich immer diese Gastkonvolut meines Großvaters mal geben, aber ich war mit der Steinbach und so, wisst ihr, da war ich sehr skeptisch. Das ist alles so rechts eingehaucht, du weißt nicht. Naja, das war interessant jetzt. Ja. Also hatten auch deine Eltern sozusagen Verlust der Heimat auch, also in dem Sinne gut verschmerzt und haben die jetzt hier als neue Heimat gesehen. Ja, die haben das angenommen. Was ich mich gut erinnern kann, dass bei meinen Eltern immer der Gedanke schwebte, nach Westen zu gehen, zu den anderen Verwandten. Ne? Bis eben zu den 13. August war das immer Gespräch in der Familie. Und mein Vater wollte nicht. Der hatte irgendwie, der war skeptisch, der war rot eigentlich, mein Vater. Ne? Eigentlich Sozialdemokrat im wahrsten Sinne. Ne? Und da war das, und da blieb praktisch die Familie der Schwester meiner Mutter, die waren aber immer bei uns, die Verwandten. Es wurde ständig, selbst als sie hier Eintritt bezahlen mussten, kamen die regelmäßig. Und das hat sich immer als gutes Verhältnis erhalten, die Familie. Da hat sich irgendwo mal reingezogen. Hast du noch irgendeine Affinität, also wo du das Gefühl hast, auch eigentlich liegen dort meine Wurzeln und also so eine Art Heimatgefühl? Ja, oder ist das wenig ausgeprägt? Nicht zur Landschaft, aber zur geistigen Haltung, komischerweise. Ja. Wisst ihr, jetzt wieder ich fühle mich zu dem irgendwie hingezogen, jetzt die neuen Galeristen von der Schmidt-Rottluff, das sind Wiener. Und da schwingt auch man sagt, der Wiener Schmäh oder dieser Umgang der alten Monarchie, das steckt in meinen Eltern auch drin. Weißt du, diese etwas feine, sensible Art, weißt du, das ist zwar ein bisschen mag geheuchelt, aber die haben ja zum Reichsdeutschen haben die Pifkes gesagt. Was wahrscheinlich auch von Bedeutung ist, dass dieser Zusammenbruch dieser Wehrmacht und schon lange vorauszusehen war und dass aber die ganze Verwaltung, die deutsche Verwaltung, die dort ja noch existierte, gar nichts getan hat. Das Chaos brach mit der Roten Armee ein. Die waren da und dann ging das totale Chaos los. Man hätte sehr wohl eine frühe Kapitulation und so von den Städten wäre möglich gewesen, durchaus. Aber die waren alle noch so verbohrt in ihren Köpfen, dass es einfach nicht möglich war. War es nicht so, dass die zum Teil auch gar nicht fliehen durften? Dass also ganz so ist es nicht. Die Ostfront war ja dort erst 45, rollte die da drüber. Bis dahin machte sich dort die Etappe der Wehrmacht frei und die führten dort ein Wohlleben. Die hatten, das waren die irgendwie entweder verwundet waren oder so, nicht mehr an der Front sein müssen. Die hatten sich dort eingenistet unter Deutschen und wurden gehegt und gepflegt. Die hatten an sich kein schlechtes Leben. Dort war ja keine Not, noch nicht so wie im Deutschen Reich. Ne? Und vielleicht war auch der Gedanke, dass, also aber der Glaube an den Endsieg vielleicht doch immer noch da war, also wie in Berlin, wie man es ja aus der Reichskanzlei kennt, wo die auf ein Wunder gehofft haben und bei einer kleinen positiven Meldung haben die Freudentänze vollführt, weil sie dachten, jetzt tritt die Wende ein. Das kann natürlich auch. Nee, die Typen, die dort Sagen hatten, die NSDAP war nicht sehr verbreitet. In den ländlichen Gegenden, die waren nicht so. Das stimmt schon, dass wir wollen heim ins Reich, das Schreien. Bevor er einmarschiert ist. Das ist schon richtig, aber mit zunehmenden Kriegsjahren war dort die Euphorie raus. Da hat keiner einen Endsieg geklappt. Glaubst du, dass das, wenn man sagt, das Heimatgefühl, was jetzt dort war, war das sehr stark ausgeprägt? Unheimlich stark ausgeprägt. War auch trotz des Zusammenlebens von Deutschen und Tschechen? Eben deshalb. Das war immer eine stetige Wechselwirkung. Ich meine, mit Zusammenbruch nach dem Ersten Weltkrieg ist ja die Österreich-Ungarn, es gehört ja zu Österreich-Ungarn,
Ich bin von Geburt auf eigentlich, weil mein Vater auch aus Österreich geboren, bin ich eigentlich Österreicher. So, das ist so, da gibt es ein österreichisches Gesetz. Ne? Ja. Und das gehört ja zur Monarchie und die hatten immer noch eine ungeheure Bindung nach Österreich, als bei Onkels in Wien zum Beispiel. Mhm. Und es ist also ein sehr friedliches, kein verhasstes Zusammenleben gewesen mit den Tschechen. Es gab Freundschaften, wie gesagt, mein Vater hatte einen riesen Kreis von tschechischen Patienten. Die haben uns praktisch das Leben gerettet. Ja. Die Chefärzte aus der Klinik in Trottau, die sind mit dem SS-Transport abtransportiert worden nach Prag. Dort gab es ja einen Mordsmassaker danach. Ja. Die haben schon sehr wohl rausgefiltert, aber es war im Gegenteil. Die SS hat das Jägerdorf dann nochmal ordentlich geplündert, kurz bevor die Rote Armee kam. Ja. Haben die dort nochmal richtig Sau rausgelassen. Also die waren schon die letzten Kriegsjahre, haben viele mehr gezweifelt als im Deutschen Reich, in der ganzen Geschichte. Ja. Wir waren ja im Osten, im Osten viel näher. Die Polen auch. Es wurde also, der Endsieg war nicht so, das, wie ich das sehe, bei meinen Eltern. Ich kann nur von meinen Eltern reden und da hat sich meine viel haben sie auch verdrängt. Ich weiß zum Beispiel nachträglich, habe ich von meiner Cousine dann erfahren, dass meine Mutter auch bei der NSDAP war. Ja. Die war deswegen wegen der Olympiade nach Berlin gereist damals. Mhm. Und das Verhältnis jetzt zu den Tschechen, gibt es da einen Groll oder? Bei meiner Cousine war da ganz stark ausgeprägt. Ja. Die war die älteste von unseren Geschwistern, also die war 4 Jahre älter wie ich. Und die hat möglicherweise Übergriffe miterlebt als Kind. Die hat nie darüber gesprochen. Die ist aber möglicherweise gedemütigt worden. Ne? Ja. Und die konnte das nicht verkraften. Die mochte die Tschechen überhaupt nicht. Ja. Die ist dann kurz vor ihrem Tod noch mal von ihren Kindern eingeladen worden, die alte Heimat zu besuchen. Und da war sie noch mal dort. Ne? Hat sich nicht weiter darüber geäußert, ist aber unversehentlich gewesen. Ich habe mit Tschechen keine Probleme. Also ich kann mich erinnern, die Tschechen haben genauso wie die Deutschen einen bestimmten ausgeprägten Nationalcharakter von bestimmten Leuten hier in der Grenzregion. Solange wir DDR waren, konntest du noch einen Weg fragen, die haben sich dreimal um die Ecke geschickt und beschissen. Und als die D-Mark da war, dann haben sie dich um. Das ist so. Das ist einfach normal. Das hat aber jedes Volk. Das hat mit, ich weiß nicht, ich habe merkwürdigerweise zu den Tschechen, ich kenne keine persönlich. Ich kenne die von der Mark, die da oben Glas verkaufen. Das ist eine ganz angenehme ältere Dame. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ja, oben in Jörn-Geruhl-Stadt über die Grenze. Da hat eben so ein Glasladen, die Kristall, die hat mit Moser Beziehung, dort kaufen wir mal ein. Die kann es auch gut Deutsch. Also, es gibt bei den Tschechen ganz vernünftige Leute und es gibt genau solche Arschlöcher. Das ist komischerweise jetzt momentan scheint in Europa die Arschlöcher an Urwald zu gewinnen. Den Eindruck habe ich manchmal. Man fährt das gut, wenn man sagt, dass in jedem Volk ein gewisser Prozentsatz von Arschlöchern sind. Und andere, die können das wahrscheinlich überall gleich verteilen und wie die hochkommen. Das Schicksal an wem man gerät. Ja, stimmt. Das ist ein reiner Zufall. Ne? Wobei jetzt muss ich bei Chemnitz sagen, es ist beängstigend, mit welcher Brutalität dort manche auftreten. Ich wusste gar nicht, dass es in Chemnitz so schlimm ist. Ja. Wir leben ja auf unserer reinsten Reise im Frieden und Sonnenschein. Aber ich weiß nicht, ich kann es ganz schlecht einschätzen, wie mächtig der Finanzstrang, das ist ja Finanzstrang, die Rechten, da steckt doch eine Menge Geld dahinter, dass die AfD so hochkommt. Jetzt ist der Fall weiter, das ist wieder. Das kommt ja nicht nur von der Schweiz, das kommt ja überall her. Wer sich hier versucht, wieder einzunisten, das ist ein brandgefährliches, ganz gefährliches. Ich sage, kein Zentimeter breit, dieser braune Punkt. Es geht da um unser Projekt, warum wir auch hier sitzen, und das Thema Heimat. Jetzt ist Heimat so ein bisschen ambivalent besetzt. Also mir geht das selber so. Ich habe eigentlich, stehe ich dem Begriff von fast skeptisch gegenüber. Ich kann nichts mit dem Wort wie Heimatministerium anfangen und alles. Aber doch ist ja Heimat auch manchmal so ein bisschen ein Gefühl oder ein Geruch oder also bestimmte prägende Sachen, die man vielleicht gar nicht so wiedergeben kann. Die man vielleicht auch nicht missbrauchen soll oder dass ich zulassen soll, dass die missbraucht werden. Wie würdest du als Schlusswort jetzt, sag mal, so ein bisschen über Heimat jetzt so
Was wären für dich ein paar Kernsätze, wenn du das Wort Heimat hörst? Erste Lebensjahre, erste Freundschaften, Schulzeit und Landschaft. Landschaft für mich war der Roggelmannpark meine Kindheit. Und das ist Heimat für mich. Wenn ich in dem Roggelmannpark jetzt noch dieses Denkmal sehe, das ist Heimat. Da kenne ich jeden Baum und das wird meine Heimat bleiben. Mich zieht es noch, wie ich vor bin. Also wenn ich mal nicht mehr kann, versuche ich hier irgendwo betreutes Wohnen irgendwo hier oben zu finden. Ja? Denn allmählich wird dann das große Anwesen, naja, es geht noch eine Weile. Aber Heimat ist doch auch ein Ort. Manche sagen ja, Heimat ist nur dort, wo ich geistig kann mit den Leuten, die vielen Immigranten, die in den USA gegangen sind, nach dem Machtantritt der Braunen. Die hatten die Heimat eher mit dem Gepäck. Aber für mich ist Heimat, verstehe ich, territorial zu wie auch im Kopf. Und hier hatte ich die besten Freunde, hier hatte ich meine ersten meinen Beruf habe ich hier gelernt, meine Schulzeit. Das ist ja die 800-Jahr-Feier. Ich kenne noch den Kruner Rudi, den Hausmann. Das ist Heimat, weißt du? Wenn ich mich mit irgendjemandem unterhalte, sind sofort die Erinnerungen alle da und alle fühlen sich wohl und sagen, das verstehe ich unter Heimat.